Gunnar Schopelius, Publizist und Kolumnist, jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Also wie ernsthaft werden diese Gespräche zwischen Grünen und zwischen SPD und CDU und Grünen und CDU, wenn man sich die Rhetorik der vergangenen Stunden anhört, auch schon vor der Wahl haben ja alle gesagt, wir würden am liebsten genau so weitermachen. Die Ernsthaftigkeit besteht ausschließlich auf Seiten der CDU, die das tatsächlich möchte, die auch wirklich versucht, mit den Grünen zusammenzuarbeiten, was ja auch gar nicht erstaunlich ist. Wir haben mehrere Landesregierungen in Deutschland, wo das hervorragend funktioniert. Von der anderen Seite kann ich die Ernsthaftigkeit tatsächlich nicht erkennen. Bei den Grünen heißt es ja, die CDU muss ganz weit auf uns zukommen, in Sachen Verkehrspolitik, Klimawende und so weiter. Und es ist gar nicht davon die Rede, dass die Grünen selbst vielleicht auf die Union zukommen müssten in so einem Gespräch. Also das ist sozusagen eine Ausgangslage. Und sie sagen dann, dann haben sich die Gespräche von vornherein erledigt. Ja klar, wenn ich sage, also entweder ich krieg was oder ich rede gar nicht mit dir, ist unsinnig, denn ich muss ja auch sagen, was ich gebe. Und bei der SPD wiederum ist es ganz ähnlich, dass eine Mehrheit in der Basis eigentlich kein Bündnis mit der Union möchte. Wenn man mal in die Koalitionsverträge in den Ländern blickt, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, das sind gute Beispiele dafür, da sieht man, dass die CDU durchaus bereit ist, alles zu opfern, um an die Macht zu kommen. Warum sollte es nicht genau so laufen in Berlin? Die CDU opfert ihre Versprechen, ihr Programm und am Ende machen die Grünen die Politik. Das kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Wenn Sie nämlich zum Beispiel Schleswig-Holstein nehmen, haben wir da und auch in anderen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen zum Beispiel andere Grüne als in Berlin. Dazu muss man wiederum die Landschaft hier kennen. Die Grünen in Berlin koalieren tatsächlich in einigen Bezirken mit der Union. Das ist aber eine kleine Minderheit in den Grünen in Berlin. Die Mehrheit oder die tonangebende Mehrheit, das Kraftzentrum ist hier in Kreuzberg-Friedrichshain, ist vielleicht bundesweit bekannt. Die Grünen, die dort sitzen, geben den Ton an. Und die sind, ich würde fast sagen, schon linksradikal. Sie bezeichnen sich selber als Linksaußen. Die geben den Ton an und die sagen, wo es lang geht. Und deswegen kann die Union in Berlin so viel hergeben, wie sie möchte. Sie werden nie zum Ziel kommen, wenn die Grünen bei dieser Maximalposition bleiben. Und das ist der Unterschied zu anderen Bundesländern. Wir müssen auch noch auf die SPD blicken. Im Moment ja hauchdünn vorne, wirklich hauchdünn. Trotzdem große Verluste der Wahlverlierer. Und Franziska Giffey, die war ordentlich geknickt gestern Abend in ihrem Statement. Man hat fast das Gefühl gehabt, den Tränen nahe. Was passiert jetzt mit ihr? Heute gibt es Beratungen innerhalb der Landes-SPD. Hat sie eine politische Zukunft? Es wird tatsächlich heute außerordentlich spannend. Heute Nachmittag tritt der Landesvorstand der SPD zusammen und da wird sich ihr Schicksal entscheiden. Sie hat selber entschieden, nicht zurückzutreten. Das hätte sie gestern machen können. Sie klammert sich an diesen 105 Stimmen fest, die die SPD vom dritten Platz trennen und auf dem zweiten halten. In der Partei hat Franziska Giffey im Landesverband in Berlin keine Mehrheit. Die Mehrheit auf dem letzten Parteitag hat in wesentlichen Punkten gegen sie gestimmt. Zum Beispiel, was die Enteignung von Immobilienbesitzern angeht. Die Mehrheit der SPD-Basis ist hier dafür. Das muss man immer mal wieder ganz deutlich sagen. Die SPD ist für die Enteignung von Wohnbesitz, von Wohneigentum. Das heißt, da sie keine große Hausmacht hat, keine große Hausmacht in der Berliner SPD, ist die Möglichkeit und die Gefahr für sie groß, dass man sagt, sie hätte gar nicht mehr das Mandat, um weiter zu verhandeln. Interessante Punkte. Die Sitzungen, die heute laufen, das ist ein gutes Stichwort. Wir machen an dieser Stelle nämlich eine kurze Unterbrechung, geben gleich an die Börse, aber werden natürlich genau dieses Thema den ganzen Tag weiterverfolgen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren Besuch im Studio. Sehr gerne.